Schick sieht aus, mein kleiner Chibi-Scout, muss ich sagen. Und hier schleicht sich einfach mal so ein Hopalong durchs Bild. Ich bin zurück in Dragomon Hunt. Habe ich was herausgefunden, noch kurz hier. Man kann mit Gamepad spielen. Ernsthaft? Ich habe jetzt keines bei der Hand, aber das fände ich doch mal spannend. Ob man da nicht ein bisschen benachteiligt ist, da muss man schon sehr gute Skills drauf haben, würde ich sagen. Ich bin jetzt hier bei der Main Quest irgendwo dabei, das heißt Get to the Hopper. Eine Anspielung an Get to the Chopper. Und yo, hier sind sehr viele Hopalongs. Das dürfte irgendwie lustig werden. Das ist nämlich ein, wie nennt sich das? Hopperdrome. Und da habe ich Tickets bekommen zum Ausprobieren mal. Solo Party, ich würde sagen, ich gehe mal solo rein. So, ich soll mein Ticket abgeben. Ich schaue jetzt mal rein, bin schon gespannt, was das denn sein soll. Level 18 Solo. Ich bin Level 16 normales Level. Level 17 Hunter Level. Und der Manuel. Mit dem muss ich reden. So, der spricht mit mir Französisch. Ich habe keine Ahnung am Anfang. Also, ich kann jetzt entweder fragen. Ich frage mal kurz, was das hier auf sich hat. Ich lese nicht auf Englisch vor, sondern versuche es zu übersetzen. So, du meinst also, du weißt nichts über das Hopperdrome? Andere Sprache. Keine Angst, so. Der tapfere Manuel wird dir alles beibringen. Okay, ich will nicht diesen Dünnpfiff, ich will die Infos. Das Hopperdrome ist der Platz für Unterhaltung. So, ein Jäger steigen in den Ring. Also, ich habe mal hier die Karte. Das ist dann wahrscheinlich der Ring. Da geht es dann los und vier oder drei andere noch. Und es gibt auch böse Gegner. Das heißt, ist es so wie in der Arena und ich kämpfe dagegen die? Wie kann ich da teilnehmen? Und zwar mit Tickets. Es gibt zwei verschiedene Arten von Tickets. Und zwar das Silver-Ticket. Kann nur verwendet werden von einzelnen Spielern. Oder das goldene Ticket, das seltene, wertvollere. Und woher bekomme ich das? Das sagt er mir gar nicht. Nö, das steht hier nicht. Keine Ahnung, woher ich das bekomme. Vielleicht aus dem Shop oder so. Jo, das Portal ist hier. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Ich habe ein bisschen Angst. Hier ist der Referee, der Schiedsrichter. Der Hopalong-Beschwörer. Und es geht auch bald los. Hilfe. Irgendwie habe ich Angst. Ich habe keine Ahnung, was hier... Ah! Hallöchen. Hallöchen. Erinnert mich ein bisschen an den Tempel der Eidolon aus Aura Kingdom. Geht schon los? Kann ich schon beginnen? Dann beginne ich einfach mal. So ganz simpel. Wenn du das haben möchtest, du fliegender Schwertfisch oder was auch immer du bist. Ist ein bisschen schade, dass ich keine Fernkampfangriffe habe. Dass ich, wenn ich aus den AOEs rauslaufe, da irgendwie was anrichten könnte. Obwohl, da kann ich ja dranbleiben. Das ist kein AOE in dem Sinne, nur das hier. Das Teil. Ach, schon tot? Ich habe ihn besiegt und soll die gute Nachricht berichten. Das war's? Ja. You are the start of the show. Ich denke, der meint Star, haben sie sich verschrieben. Oder Start. Ich bin der Anfang der Show. Hier noch. Macht man doch, oder? Unter Anglern. Petri Heil und dann am Ende noch so ein Screen. Ein Screen, ein Foto, ein Bild. Ein Real-Life-Bild von seinem Fang machen. So, und was habe ich bekommen? Das ist die andere Frage. Das sind meine restlichen Tickets, glaube ich. Habe ich irgendwas bekommen? Sieht nicht so aus. Vielleicht, wenn ich die Quest dann abgebe. Im Elysium. Mal schauen. Doch, ist aber in der Tat relativ ähnlich. Ach so, mit Simon muss ich sprechen. Ist relativ ähnlich wie, sagen wir mal, der Tempel der Eidolons. So, get to the Hopper. Soll ich das nochmal machen? Ah, nein, doch nicht. Ich kann vier goldene gegen vier Silbertickets tauschen? Das hat doch keinen Sinn. Ich dachte, goldene sind wertvoller und seltener, hat er gesagt. Und dann ist das Tauschverhältnis etwa gleich. Na egal, ich würde sagen, ich schaue einfach nochmal flott hier rein, denn immerhin habe ich ja noch einen Zugang und der will auch ausgegeben werden. Vielleicht wäre es schlauer, sich das aufzuheben, dann im echten Spiel, nicht in der Closed Beta, für, sagen wir mal,
höhere Levelbereiche, dass dann die Gegner auch höher sind. Aber mal schauen. Ich mache hier nochmal Solo. Er beschwert das Portal. Wenn ich möchte, könnte ich mir hier noch Potions oder so wahrscheinlich kaufen. Yo, rein da. Jetzt beschwören die Kollegen mal wieder was. Der Swanky. Hey, yo, Swanky. How's it crack-a-lackin? So, wer kommt jetzt? Der Gegner ist mal wieder derselbe. Schade. Ja, kann man wohl nichts machen. So ist das wohl. Ich hoffe, hier reicht das, wenn ich stehen bleibe. Ja, das passt. Aber ich verliere sowieso kaum irgendwie Lebenspunkte. Von daher, nur hier sollte ich vielleicht raus. Welchen Level hat der denn? Level 15. Also doch, auf meinem Level in etwa. Vielleicht war es Verschwendung, keine Ahnung. So, ich habe XP bekommen. Aber ansonsten nichts. Nichts, null, nada, niente. Ich schätze einfach mal, dass ich eine Chance habe, jedes Mal beim Killen von dem, dass ich ihn als Pet bekomme. Das würde ich einfach mal so tippen. Wäre meine Vermutung. Aber egal, ich gebe jetzt mal die Quest ab und schau dann, wie es weitergeht. So, ich habe jetzt die Aufgabe, meinen Ruf bei der Artisan-Allianz zu steigern. Das heißt, die hatte ich schon bei der Hunters League und dann gibt es noch vier neue. Burgerlicious. Level 16, ich soll die alle annehmen. Rein theoretisch 40 Reward, also 40 Influence brauche ich. Und die Belohnungen sind jeweils 10, müsste ich alle annehmen. Und das mache ich mal. Doch für welche? Oh, ich kann keine Quests mehr annehmen. Das dachte ich mir schon fast, weil ich die anderen auch noch am Start habe. Was nehme ich denn hier? Burgerlicious hört sich nett an, aber die sehen interessant aus. Ich denke mal, dafür entscheide ich mich. Für diese Daily- bzw. Ruf-Quest, wie man wahrscheinlich sagen könnte. Ach, ich meine, ich kann es verstehen, dass im Dschungel hier Schatten herrscht. Aber warum so dunkel? Ich möchte ein bisschen Licht haben. Das ist schlechte Belichtung für mein Video. Wie soll man denn da was sehen? Moment, aber noch kurz abchecken, was ich denn überhaupt machen muss. 16 Gegner besiegen. Alles klar. Sollte nicht so schwer sein. Ich habe mir bei den Effekten von den Dragozid-Edelsteinen... Da gibt es ganz nette, also das gefällt mir auch so, was da an Effekten noch kommen wird. Und zwar, wenn ich mich zur Seite rolle, habe ich dann für 3 Sekunden 5% mehr Attack. Also ist jetzt nicht nur, dass irgendwelche Stats erhöht werden und so, Lebenspunkte erhöht, sondern tatsächlich mit verschiedenen Effekten. Und sowas gefällt mir immer ganz gut, muss ich sagen. Ja, natürlich, beide pflastern hier alles voll. Ja! Hörst du mal auf hier? Ich meine, ich müsste wahrscheinlich am Anfang nicht ausweichen, aber man kann es ja trotzdem schon mal so machen, um sich darauf einzustellen, wie das später sein wird. Ach du meine Güte, was macht denn der? Was? Ich will es nicht wissen. Was brütet der da aus und warum? Egal. Die Gegner sind teilweise sehr, sehr seltsam. Oh, da ist ein Ei. Und wieso läuft der weg? Der will mich nicht. Egal, dann loote ich mal das Ei. Hier ist ein Boss. Dragozid. Kaum spricht man davon, findet man's. Die Jules. Komm her. Julesy. Will ich haben. So, kurz den Loot abchecken. Insektomon. Ach, die haben sogar so Klassifizierungen. Das ist ein Insektomon. Wow, 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 wow. Raus da. Ein Insektomon. Kann ich dich auch bekommen? Sieht. Obwohl, ich würde schon schätzen, dass man alles hier erhalten kann. Aber hier steht es auf jeden Fall nicht dran. Egal. Vielleicht hier beim Loot Table. Nö, 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 nö. Keine Ahnung, kann man vielleicht. Ich weiß noch ehrlich gesagt nicht so ganz, welche Tierchen man alle bekommen kann und welche nicht, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass man jeden Gegner hier im Spiel irgendwie bekommen kann. Das wäre ja ein bisschen zu übertrieben, oder? Ich habe gewählt Burgerlicious. Mal schauen, aus welchen Tierchen ich hier jetzt schöne Burger
machen kann. Das ist ein Beastomon. Crit-Chance 24%, selbst das steht dran. Wollt ihr nicht vielleicht auch noch die Sozialversicherungsnummer von den Gegnern dran schreiben oder so? Ich meine, dann weiß ich ja echt schon alles. So, hier muss ich Fleisch finden von den Gegnern. Random Items. Was steht bei dem dran? So, da kann man auch ein Set craften. Wie viele Sets es gibt. Und das für einen Levelbereich, wo man wahrscheinlich innerhalb von kürzester Zeit wieder draußen ist, weil man so schnell hier hochlevelt. Überall gibt es auch einen Boss. Der Puxi. Komm, Puxi. 5000, so eröffne ich den Kampf. Du bist auch ein Beastomon. Dieser Angriff ist sehr effektiv. Das ist wie Shigi gegen Glumanda. Epic Win. Aber man bekommt hier zu viele Items. Hört doch mal auf. Also jetzt nicht nur diese, die man ausrüsten kann. Das ist ja in Ordnung. Aber hier irgendwas, was sich stapelt, was ich mir aufheben könnte für Sets. Dann nochmal was anderes. Ich würde fast sagen, das sollte man sich für irgendwie eine Zone entscheiden. Ein Ring, endlich mal. Das ist mein erster Ring. Das ist, nicht P. Das ist mein erster Ring. Ich habe noch keinen hier. Man kann aber lustigerweise nur einen tragen. Bei 10 Fingern ergibt das nicht so viel Sinn. Der könnte ja noch 9 weitere tragen, um dann viel stärker zu sein. Aber egal, das verraten wir ihm jetzt mal nicht. So. Genau, also hier, immer irgendwelche Teile. Davon habe ich ein Teil. Auch eines von den verschiedenen Bossen eben. Und jeder bietet offensichtlich ein anderes Set an. Ja, da spammt man sich das Inventar ziemlich voll. Vorausgesetzt, man verwendet das denn auch alles. So, wie sieht's aus? 5 von 6 ist schon mal nicht so schlecht. Komm schon. Das hat irgendwie nicht so eine große Reichweite. Das sollte im Prinzip mein Skill sein, um in den Nahkampf zu gehen. Aber da muss ich ja schon fast im Nahkampf drin sein. Okay, und ich würde sagen, eins geht noch hier. Eine Quest hatte ich hier noch am Start. Das war Tulip All The Way. Gut, und diesmal geht es darum wohl, Tulpen, Blumen, irgendwas einzusammeln. Und hier sind ein paar. Ach, Rams, Moment. Daran erinnere ich mich, die gab es in Final Fantasy, waren die Rams so riesige Gegner, die extrem schwer waren, glaube ich. Die Rams. Aber die sahen irgendwie anders aus dort, keine Ahnung. Tut auch nichts zur Sache. Der flüchtet schon wieder vor mir. Mann, Mann, Mann. 8 muss ich besiegen, oder? Nein, ich muss 8 Hörner einsammeln, wenn es hier so wenige gibt. Das kann ja was werden. Da muss ich mir jeden zur Brust nehmen. Und schon wieder was. Ein neues Fell. Okay, das ist diesmal das Quest-Item. Aber ein neues Fell bekommen. Ein anderes Teil hier. Hörner. Okay, das ist Trash-Loot. Aber trotzdem. Oder ist es Trash-Loot? Nö, das ist eben das Quest-Item. Das andere meinte ich hier. Genau, das Bloody Ape-Set für Level 10 bis 20 kann ich hiermit craften. Ich denke, das sollte man vielleicht echt so machen, wenn man nicht gerade das größte Inventar hat. Dass man sich dann einfach irgendwie so für eine Zone entscheidet und bei der hier bleibt. Man kann ja die ganzen Quests hier wiederholen. So ist es ja nicht. Und dass man sich das Inventar nicht hier so voll macht, denn ich habe eine 15-Slot-Tasche vom Founder-Package. Das heißt, normalerweise hat man 15 Plätze weniger hier. Und da wäre das Inventar schon längst voll momentan. Ach, eine Sache habe ich herausgefunden. Das war uncool. Steht wahrscheinlich auch dran. Aber ich habe so aus der Daily einen Loot-Charm verwendet, dass die Drops steigen. Das verschwindet auch, oder der Timer zählt auch, wenn man ausgeloggt ist. Moment, steht das dran? Ich muss sagen, der Effekt wird entfernt. Oh, wenn ich Zusatzloot erhalten habe, nein, aber das ist egal. Oder nach einem Tag, was auch immer zuerst kommt. Aber auf jeden Fall, ich habe mich ausgeloggt, hatte noch 23 Stunden. Log mich so heute wieder ein. Und der Effekt war nur noch bei einer Stunde. Das heißt, der zählt auch runter, wenn man ausgeloggt ist.
Was schade ist. Und hier ist der Boss, der Dunbar. Ha! House of Cards, Gucker, wissen Bescheid. Das ist jetzt das Duell. Underwood gegen Dunbar. Obwohl ich nicht so aussehe wie Underwood. Und der oder die Ram. Nicht wie Dunbar, aber egal. Was habe ich bekommen? Ein neuer Ring. Mal schauen. Beans a Bean, Beans a Bean. Attack natürlich nehme ich. Alles mit Attack gefällt mir. Obwohl der andere hat Crit und Lebenspunkte. Ist egal. Sind wahrscheinlich beide relativ ähnlich. So, hier nochmal einsammeln. Der gibt aber gut XP. 504. Die Bosse scheinen anscheinend sehr großzügig zu sein, was Erfahrungspunkte betrifft. Gut, dann würde ich sagen, war es mal wieder mit einer weiteren Folge Dragomon Hunter. Bisschen im Hopalong-Drome oder Hopper-Drome meine Zeit verbracht. Ich bedanke mich fürs Zusehen und würde sagen, es geht einfach beim nächsten Mal weiter. Oh, Spieletrend. Oh.